Unser neuer Bundeskanzler ist noch nicht gewählt, also haben wir ihn nachgestellt mit vergleichbarer Frisur. Abbildung ähnlich. Aber diese neue Staatskarosse ist echt. Denn pünktlich zur Machtübernahme wird gerade das sicherste Auto der Welt ausgeliefert. Und das ist die neue Karre für den Kanzler. Spitzname Guard, also der Beschützer. In der 5-Meter-Limousine stecken 612 PS. Höchstgeschwindigkeit sind 190 Stundenkilometer. Um mehr über den rollenden Tresor zu erfahren, treffen wir Michael Christoph in Stuttgart. Er ist Produktmanager für Sonderschutzfahrzeuge und kennt den Guard bestens. Für wen wird er gebaut? Zum einen sind es Behördenkunden, die wir da haben. Teilweise sind es Regierungen oder Regierungsmitglieder. Teilweise sind es auch Königshäuser oder eben auch VIPs, die ein besonderes Schutzbedürfnis haben. Nicht nur Schutz, sondern auch Luxus bietet das Auto. Ein Parkhilfe zum Swipen, Sitze mit Massagefunktion, leuchtende Gurtschlösser, Kühlschrank und Telefon. Kosten über eine halbe Million Euro. Für den Preis kauft man maximale Sicherheit. Wir haben hier praktisch eine Schutzzelle, eine selbsttragende Schutzzelle aus einem intelligenten Materialmix, bestehend aus Panzerplatten, aus Faserverbundstoffen. Das Herzstück der Panzerlimousine ist diese Hochsicherheitszelle. Hinterm Motor bis zum Kofferraum umschließt sie mit 360 Grad die Insassen. Die Zelle ist aus einem Panzerstahlrahmen. Drumherum ist kugelsicheres und hitzebeständiges Material verbaut. Die Fenster sind aus 6 Lagen Sicherheitsglas. Damit ist es das sicherste Auto der Welt. Und sogar sicherer als das amerikanische Fortbewegungsmittel des Präsidenten. Denn The Beast ist ein militärisches Fahrzeug als Limousine verkleidet. Das deutsche Gegenstück sieht bei weitem nicht so protzig aus. Das ist aber gewollt und Teil des Sicherheitskonzepts. Die Idee ist sozusagen einfach, in so einem Fahrzeug zu sitzen und möglichst diskret zu sitzen. Das heißt, dass es genauso gut auch eine ganz normale Serien-S-Klasse sein könnte und eben dann nicht irgendwie so aufzufallen als der VIP, wenn dann irgendwie 4, 5 S-Klassen hintereinander fahren. Dann würde natürlich derjenige auch nicht unbedingt identifiziert werden, weil dadurch macht er sich natürlich auch irgendwie zu einem Zielobjekt. Die Sicherheitsfeatures machen das Auto richtig schwer. Eine Tür allein wiegt 180 Kilo. Aber wieso geht sie dann so leicht auf? Und damit die weiterhin einfach zu öffnen sind, gibt es hier eine entsprechende Servounterstützung. Darüber hinaus haben wir hier auch so stufenlose Türbremsen drin. Das heißt, beispielsweise ein Personenschützer, der kann dann auch beide Hände wegnehmen von der Tür. Die Tür bleibt stehen und er kann sich sozusagen um seinen Schutzbefohlenen kümmern. Die Fenster haben an den Rändern einen Kugelfang, das Schwarze hier integriert. Und sicher ist sicher, die Glasscheiben sind 10 cm dick. Wir können sehen, dass da verschiedene Schichten von Panzerglas entsprechend aneinander gebracht sind. Und dazwischen sind sozusagen Folien. Auf der Innenseite der Scheibe ist so eine Polycarbonatschicht. Und die verhindert, dass quasi beispielsweise bei einem Beschuss von außen, dass innen eben keine Glassplitter eindringen können. Das heißt, selbst eine stark beschossene Scheibe, wenn Sie die von innen anfassen, ist die total glatt. Denn geheime Tests haben gezeigt, dass der Guard militärischen Gewehren und sogar Sprengladungen standhält. Und das Auto kann sich sogar selbst löschen. Ein Feuerlöschsystem ist mit Leitungen und Düsen unter dem Fahrwerk verbunden. Brennt das Auto, löst das System automatisch aus und schießt Löschmittel von unten nach oben, um das Feuer zu ersticken. Bei so viel Panzerung kommt ordentlich Gewicht zusammen. Stolze 4,5 Tonnen. Deshalb braucht man für das Auto auch einen LKW-Führerschein und ein Fahrtraining. Für betuchte Käufer gibt es auch noch eine Extrawurst. Falls es dazu kommen sollte, dass man irgendwie einen Unfall hatte oder tatsächlich irgendwie einen Breakdown, dann gibt es da auch so einen Flying Doctor Service, wo eben je nachdem, wo das Fahrzeug betrieben wird, dann auch entsprechend Personal hingeflogen wird oder dorthin fliegt und dort eben für Reparatur sorgt. Der Hersteller baut schon seit über 90 Jahren Autos mit besonderem Schutz für Staatsoberhäupter. Eine Eigenheit eines Ex-Kanzlers ist ihnen aufgefallen.
normalerweise sitzen ja eigentlich unsere Kunden eher hinten rechts, aber da gab es mal einen Bundeskanzler, den Helmut Kohl, der saß immer gerne vorne rechts. Da der Guard in der Regel Vollausstattung hat, beschränken sich extra Wünsche auf die Kommunikation. Zum Beispiel bei Signalanlagen oder Funkfrequenzen. Einen optischen Unterschied gibt es aber. Also natürlich gibt es auch sozusagen so ein bisschen so diesen landestypischen oder den regionenspezifischen Geschmack. Im Exterieur eher weniger. Fast alle Guard-Fahrzeuge sind wirklich in Schwarzmetallic. Aber im Interieur merkt man dann doch Unterschiede. Beispielsweise so in Middle East wird es ja gern halt so, sagen wir, helle, cremige Töne genommen, wenn hingegen in Europa eher sozusagen ein schwarzes Interieur gefragt ist. Trotz Vollausstattung gibt es absichtlich kaum Software im Auto. Denn so bietet man Hackern wenig Angriffsfläche. Beispielsweise machen wir keine Gestensteuerung im Fahrzeug. Die Gestensteuerung läuft ja über ein Kamerasystem im Interieur. Diese Kunden wollen nicht gefilmt werden im Interieur. Dementsprechend bieten wir so eine Gestensteuerung nicht an. Sogar Giftgas oder Biowaffen kann der Hochsicherheitsbereich auf Rädern abwehren. Zwischen Kofferraum und Rückbank befindet sich neben einer Ersatzautobatterie ein Lufttank mit 390 Litern Sauerstoff. Damit wird im Notfall der Passagier versorgt. Doch das System kann noch mehr. Bei einem Angriff durch Giftstoffe wird ein Überdruck im Inneren erzeugt. Durch den Überdruck in der Schutzzelle können keine Gift- oder Schadstoffe in das Innere eindringen. Alles ist hermetisch abgeriegelt. Möchte der neue Kanzler schnell zum Flughafen, kann er sich optisch und akustisch bemerkbar machen. Für einen Staatsbesuch neben der Motorhaube sind Halter für Fahnen angebracht. Auch die Reifen sind speziell. Denn die Hartgummirollen haben Eigenschaften, die im äußersten Notfall, aber auch im Alltag helfen können. Und zwar kann der selbst ohne Luft noch 80 km/h schnell gefahren werden und bis zu 30 km/h. Weil damit kommt man sozusagen aus der Gefahrenzone. Das funktioniert hier mit einem sogenannten Stützring, der hier aufgebracht ist. Das heißt, selbst wenn dieser Reifen keine Luft mehr hat, fährt man auf diesem Stützring sehr sicher. Es ist so, dass quasi auch ein Gel noch in diesem Reifen drin ist. Das heißt, damit eben zwischen dem Stützring und dem Reifen an sich nicht zu viel Hitze entsteht, dieses Gel sorgt dafür, dass da sozusagen bis zu 30 Kilometer weit einfach eine gewisse Kühlung und dadurch irgendeine Minderung von der Reibung sozusagen stattfindet. Der neue Bundeskanzler kann sich sein Auto selbst aussuchen. Mit der neuen Staatskarosse könnte er sich zwar nicht aus politischen Krisen rausmanövrieren, aber bequem und vor allem sicher die Geschicke unseres Landes lenken.